Wir haben noch eine Werbung für nächste Woche. Sitzen. Welcher Tag ist das? Also Dienstag in 8 Tagen. Dienstag in 8 Tagen in Sitchen, 19 Uhr auf dem Marktplatz, kann man den Herrn Kretschmer einen würdevollen Empfang bereiten. Dort kann man ihm zeigen, was man von der Politik in diesem Land hält. Und wer dort nach Sitchen gelten will, nächsten Dienstag, 19 Uhr, ja, macht's einfach. Zeigt Gesicht, wer dort in der Gegend ist, der kann sich gerne dort sehen lassen. Je mehr, desto besser. Heike, du hast noch was. Nur ganz kurz, ich hatte das eben vergessen. Wir stehen dann am Freitag von 9 bis um 10 vor dem MDR in der Altenburger Straße und zwar unter den Fahnen. Also wer Lust hat, eine Stunde zu unterstützen von 9 bis 10, wo wir wirklich auch Fragen stellen könnten, wäre ganz toll. Danke. Danke. Danke für dein Engagement. Und wir haben hier noch die Herzchen. Wer noch ein Herzchen möchte, kann jetzt noch ein Herzchen holen. Überwindet euch, man kann auch 2 nehmen, wenn man möchte. Kann man eine vorne und eins hinten. Also wer ein Herzchen will, nehmt es einfach mal mit, lasst euch was einfallen, vielleicht bis nächste Woche, vielleicht bis übernächste Woche. Guckt einfach mal rein. Wir haben die schon mal vorgeschnitten, da braucht ihr euch bloß eine Idee einfallen, eine Kurzel drum und dann geht's vorwärts. Nix erstmal daneben. Danke. So, aus meiner Sicht, ich habe erstmal genug geredet und würde euch eine schöne Woche wünschen. Ich sag's ja immer wieder, vielleicht mal der eine oder andere mal ein Herzchen und kann das dann mitbringen oder anhängen oder jemanden überhängen. Oder ihr lasst euch was anderes einfallen. Aber was auch immer sein muss, das sage ich immer wieder, sucht euch Räume, wo ihr einfach mal Mensch sein könnt. Wo ihr mit anderen positive Erlebnisse habt, ob es mit Enkeln sind wie bei mir oder mit Freunden, Bekannten, wo man sich trifft, wo man einfach mal schnackt, wo man grillt, wo man in den See springt und wo man einfach nur Mensch ist und dann wieder mit Schwung in den Widerstand gehen kann. Weil die sollen uns nicht die Lebensfreude klauen. Das wäre dann ein Sieg für die. Wir wollen uns das nicht klauen lassen. Wir sind wahrhaftig und deswegen machen wir was, was ehrlich ist. Und es ist schön, dass ihr da wart. Eine schöne Woche. Kommt gut nach Hause. Und hiermit beende ich die Veranstaltung. Wir haben die Wahl, wir können im Gleichschritt mitmarschieren oder unserer Stimme folgen und aufhören nur zu funktionieren. Wir haben die Wahl, wir könnten auch mal was riskieren, wir könnten uns verletzlich zeigen und die Hoffnung nicht verlieren. Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugeben und uns Mut machen, die guten Seiten sehen. Uns verbünden, statt aufeinander loszugehen. Wir können wählen. Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Es ist mir egal, wie oft ich selbst den ganzen Hass, das ganze Leid am eigenen Leib erfahren hab. Es ist mir egal, denn wir haben die Wahl, die ganze Wut und all die Ängste abzulegen, unsere Feinde zu umarmen und uns selber zu vergeben. Lasst uns zusammenführen, was längst zusammengehört. Und nie wieder wegsehen, sondern voneinander lernen. Und wenn es das Letzte ist in dieser kalten, harten Zeit, ich bleib weich, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz.
sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Entscheid mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheid mich für den Frieden und ich hör immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Wir sollten anfangen, Mensch zu sein.